Hey Leute, willkommen zurück zu Until Dawn. Nicht mal in Ruhe baden kann man. Da stört uns schon wieder jemand. Hat unsere Klamotten geklaut, also die von Sam. Und nun müssen wir gucken, wer das hat, das Zeug. Alter Schwede, ich fühle mich ganz unwohl, denn alle unsere Freunde sind weg mittlerweile. Wir sind als einziges noch übrig, hier im Haus zumindest. Oh, hat sich gerade ein Ballon gelöst. Habt ihr das gesehen? Oh, ich will nicht runter in den Keller. Guck mal, der Ballon, der zeigt runter in den Keller. Ich will da nicht hin. Das Foto, das haben wir uns zwar schon angesehen, aber die Rückseite noch nicht. Aha. 25.04.2013. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Doch, das haben wir uns angesehen. Sonst wäre es nochmal als Hinweis aufgetaucht. Seid ihr in der Küche? Braut ihr was zusammen? Ja, die kiffen jetzt bestimmt irgendwo. Rauchen Haschisch. Und machen Bierpong. Bierbong heißt Seid das ihr doch, hier oder? Drin? Hallo. Oh Gott, guck mal, dieser Kronleuchter da, das ist ja widerlich. Kann ich verstehen, warum die ganzen Wapitis durchdrehen. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Oh Gott, das ist dieser Typ, der die Familie bedroht hat, oder? Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling klingt wie eine Warnung. Der Nachrichten. Ganz ehrlich, warum kann man da nicht Personenschutz beantragen bei sowas? Das ist doch klar, dass der Typ, wenn er seine Drohung so offen ausspricht, dass er das irgendwann wahr werden lässt. Sie hat aber auch tolle Haare. So, was liegt denn da auf dem Tisch? Das sieht aus wie komische Eier. Oh, guck mal, das Ding, das finde ich so eine Geschmacklosigkeit. Oh Gott. Stell ich mal vor, ich würde mir einen Kronleuchter aus menschlichen Schädeln basteln können. Könnte ich auch sagen, so, ja. Mhm, das ist halt Geschmack, ja. Ich bin Jäger und deswegen darf ich sowas. Das ist doch bescheuert. Ich meine, klar, es ist in keinerlei Relation zueinander, aber ich finde sowas, ich bin Tier. Ah. Was ist mit dem Fernseher nicht richtig? Oh, das Ding gut. Ah! Oh Gott, das ist so gemein. Nein, ich will das nicht nochmal anmachen. Ihr Schweinebacken, ganz ehrlich. Ich will auch nicht in den Keller gehen. Ich habe nur ein Handtuch an, ja? Bitte, ich möchte das nicht. Was ist denn hier los? Die Tür ist natürlich verschlossen. Sag mal, die haben irgendwie ein Faible für verschlossene Türen. Also hier im Haus, ja? Hier in der Wohnung, hier gibt es keine verschlossenen Türen. Die werden, wenn mal, zugemacht. Wenn man jetzt wie ich was aufnimmt. Am frühen Morgen. Ja, es ist echt morgens noch. Was haben wir denn hier? La Viande. La Viande Meat Processing. La Viande Meat Processing Limited. Jack Mahoney, Verkauf von Schlachtereibedarf. 0127. Oha. Eine Kreissäge FSX5. Satzsägeblätter. 15. Januar zwischen 12 und 17 Uhr. Was soll uns das sagen? Eine Kreissäge. Oh ja, die Kreissäge, die haben wir schon gesehen im Einsatz, ne? Damit wurde der arme Josh zersägt. Andererseits, ich glaube immer noch, dass es sich hierbei um einen Trick handelt. Ich glaube es wirklich, weil ich habe die Stimme als Josh identifiziert von der Ansage. Nee, ganz ehrlich, das ist bestimmt eine Verarsche. Die haben das sehr gut gemacht mit Tricktechnik. Nee, das ist zu offensichtlich. Aber schauen wir mal. Ich muss halt immer so ein bisschen Theorien spinnen, das kriegt ihr ja mit. Das gehört bei mir einfach dazu, dass ich mir Gedanken mache. Ich mag es nämlich nicht, irgendwas tump zu konsumieren und einfach nur zu sagen, wow, guck dir mal den Special Effekt an. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Nee. Also ich mache mir Gedanken über das, was ich sehe und das, was ich höre. Die streuen das ja nicht umsonst ein, diese Hinweise. Wahrscheinlich soll es einen auch nur auf eine falsche Fährte locken. Und am Ende kommt so ein richtig krasser Plot-Twist. Aber ich habe schon ganz viele Theorien im Kopf. Lassen wir uns mal überraschen.
Wahrscheinlich hört ihr am Ende von mir ein, ja, sowieso, das wusste ich schon, dass das passiert. Haha. Guck mal, die Taschenlampe steht noch auf dem Tisch. Oh, nein, Sam. Taschenlampe. Genau, die hat Josh da abgestellt. Weiß ich noch. Wo seid ihr bloß? Nein. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Die haben hier alles ein Kino. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 8, nein, 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 nein! 7. Bitte, nein! Sam! Sam! Nein! Oh. Ich laufe erstmal weg. Shit. Oh Gott. Der Basie! Sam, versteckst du dich? Oh Gott! Sam! Warum das Unvermeidbare aufschieben? Oh Gott! Oh Gott, bitte nicht! Wenn du glaubst, du könntest mir entkommen. Weißt du nicht, dass ich dich riechen kann, Sam? Ja, ich rieche deine Angst. Hab dich. Nein! Der Basie! Yes! Yes, Mädchen, yes! Penner! Oh, Josh, du blöder Arsch. Ich weiß, es ist Josh. Erzähl mir nicht, dass es nicht ist. Verdammt nochmal. Nein, ich gehe jetzt nicht lang. Ich habe ihn gerade ausgesperrt. Der geht jetzt bestimmt... Meine Fresse. Das ist doch diese Horrorfilm-Schematik. Oh nein! Er kommt natürlich doch hier durch. Nein, ich bin so dumm, ich hab's zu spät gesehen, dass an der Tür gerüttelt wird. Der Psychokampf. Eine Trophäe. Ach, scheiße, und laute Schreie. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst.
Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Warum redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Du bist ein Psychopath! Nein, das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Okay. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen! Ich überlege, okay? Okay. Ich bin still. Macht Platz, ihr Viecher. Oh Mann. Komm, einfach weitergehen. Ich hau nicht so. Okay. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Ich bring keine Tiere um, habe ich gesagt. Puh, das war gut. Nein, ich werde keine Tiere umbringen, habe ich gesagt. So. Was für später. Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt. Ah, sehr gut. Sam hat den Psycho geschlagen, um zu entkommen. Und das war richtig. Was? Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Sam hat sich fangen lassen. Ich wollte aber nicht gefangen werden. Ah. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Ich wette mit euch, hätte ich die Tiere getötet vorher, das Eichhörnchen und den Vogel, dann wäre das jetzt anders gelaufen. Das ist wahrscheinlich Karma, dass ich hier ansammle, so ein bisschen. Am Ende hätten die mich vielleicht umgebracht. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Ich habe hundertprozentig einen Hinweis übersehen, weil ich nicht zu der Hütte gegangen bin. Also dieses überdachte Ding da vor den Wapiti. Ja, Hirsche halt. Diese Hirsche. Oh Gott. Ach, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bist du sicher? Oh, da liegt was. Ein Totem. Ja, ist ein Totem. Was zur Hölle? Muss Chris sich vielleicht erschießen? Oh Mann.
Da oben wird was geschehen, das weiß ich. Aber wie viele Leute sind hier mit involviert? Bisher haben wir nur das Clownsgesicht. Was ich immer noch denke, dass es Josh ist. Oder von dem ich denke, dass es Josh ist. Und dann haben wir noch diesen anderen mit dem Feuer. Und dann noch diesen Typen aus dem Sanatorium. Und vielleicht noch irgendwas, was Jess entführt hat. Irgendwas sehr Unheimliches, das sie entführt hat. Und ich glaube nicht, dass es ein Mensch war. Immer noch nicht. Oha. Also wenn das hier funktioniert, dann fresse ich einen Besen, ne? Ganz ehrlich. Emily, war eine Top-Idee von dir. Hast du noch die Axt? Ja, sehr gut. Er hat noch die Axt. Wie wär's, du kommst nur mit, starker Mann. Da oben gibt's bestimmt was zu tun für dich. Bist du des Wahnsinns? Der lässt sie da unten? Oh, du bist doch nicht ganz sauber, Kerl. Nimm die Axt mit, verdammt. Man kann auch mit einer Axt in der Hand eine Leiter steigen. Ach, warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Oh Mann, Kinder, ernsthaft. Ich habe ja schon gedacht, ihr seid ein bisschen doof, ja? Aber so langsam glaube ich, ihr seid echt hirnamputiert, so wie ihr euch verhaltet hier. Teilweise. Die Axt zurücklassen, sowas geht mal gar nicht. Ihr habt doch gesehen, was mit Josh passiert ist. Wie willst du dich wehren, wenn jemand kommt? Ach so. Das Beste wäre jetzt, wenn jemand von unten anfängt, die Hütte abzufackeln. So wie in Wrong Turn, wenn ihr den Film kennt. Im zweiten Teil haben die das, glaube ich, auch gemacht. Oh. Wow. Die Tür geht ja tatsächlich auf. Lass mal hier reingucken. Oh. Hannah. Sorry, vermisst. Hannah. Immer noch vermisst. Ach, heute Nacht. Langsam mehr Sinn. Ja, ich glaube auch. Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Ja, so ein Schmetterling hatte sie. Größe 1,72, Gewicht 50 Kilogramm, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter 1-877-555-0127. Die Telefonnummer haben wir doch schon mal gesehen. Das war doch die von der Mutter? Nee, Quatsch. Was ist das hier denn? Faxgerät. Drucker. Tja, kein Strom. Ich geh erstmal kurz raus. Oder? Oh, da ist auch noch was. Warte. Ein Schalter, den gucken wir uns gleich mal an. Wahrscheinlich kann ich damit den ganzen Strom hier einschalten. Ey, das sieht man auch über Kilometer hier oben, wenn die da mit der Funzel rumrennt, oder? Ah, Emergency Flare. Guck mal. Das haben wir ja in der Vision gesehen, wenn wir das nämlich Mike geben. Matt. Ich gebe sie ihm natürlich. Das haben wir in dem Führungstotem gesehen. Jemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Alles klar. Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen,
Oh, warte mal, schauen wir uns ganz kurz den Status an. Wende ich mal den Pacht. Da haben wir nämlich noch das Missing-Poster. Die Sachen von 1952. Und derselben Meinung. Ah, Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen, und Matt feuerte die Leuchtpistole ab. Wer bekommt die Waffe? Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. So wie wir das auf dem Totem sahen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Naja, Leute, heute kommen noch ein paar Folgen. Ich danke wie immer fürs Zusehen, danke für die Likes und bis zum nächsten Mal mit Until Dawn.